So, moin und herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Stream. Wir schreiben Sonntag, den 1. September 2024. Es ist ziemlich genau Uhr und wir sind wie immer pünktlich live auf diesem Kanal. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. EA Sports WRC ist zurück und damit leiten wir ein in unser neues Club-Event, was am gestrigen Samstag um 12 Uhr gestartet ist. Der gute Southwest Studio hat das Ganze wieder ausgerichtet, wie jedes Jahr, beziehungsweise zweimal im Jahr. Und heute starten wir mit Rennen 1 von 16. Ihr könnt wie immer daran teilnehmen. Den Link werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Das seht ihr jetzt im Livestream nicht, aber wenn ihr das Ganze später auf YouTube euch anschaut, dann seht ihr das in der Videobeschreibung. Da kommt dann der Link rein und da könnt ihr einfach draufklicken. Wenn ihr ein RaceNet-Konto habt und EA Sports WRC besitzt, dann könnt ihr da kostenlos teilnehmen. Ja, willkommen ist jeder, der EA Sports WRC spielt, egal ob Lenkrad, Controller, Tanzmatte, Maustastatur, was auch immer. Jeder ist willkommen. Ja, auf sämtlichen Systemen. Wir sind Cross-Plattform unterwegs und Cross-Eingabegerät. Das heißt, ihr müsst kein Lenkrad haben, um hier mitfahren zu können. Ihr müsst auch keine Profis sein, um mitfahren zu können. Ihr könnt blutjunge Anfänger sein. Es ist völlig egal. Wir spielen hier nur um den Spaß an der Freude. Natürlich ist es schön, wenn wir die Rankings durchgehen, wenn man dann nicht ganz unten ist. Das fühlt sich immer ein bisschen besser an. Aber ich bin es gewöhnt, wenn man im unteren Drittel unterwegs ist. Mir macht es trotzdem Spaß. So, bevor wir jetzt reinstarten, schauen wir uns kurz noch den Opener an. Und das machen wir jetzt. In diesem Sinne, willkommen zurück zu EA Sports WRC und Club Event Nummer 1. Dann sind wir mal gespannt, wo es uns diese Woche hin verschlägt. Diese kleine Ladezeit wird Ihnen präsentiert von keine Ladezeiten auf der PS5.de. Nein, das liegt tatsächlich daran, dass er sich beim Online-Server anmeldet. So, wir gehen wie immer auf Clubs. Und da seht ihr dann die aktuellen Clubs, in denen ich drin bin. Unter anderem auch hier im WRC Rally Club von SNicholas72. Das ist Southwest Studio in RaceNet, heißt er so. Der gute Stefan. Und wenn ihr den Link klickt, den ich euch dann in die Videobeschreibung stelle, dann werdet ihr hier landen und dann könnt ihr hier am Event teilnehmen. Wir gucken jetzt ganz kurz, wo es diese Woche hingeht. Es geht nach Iberia. Oh, die Jackie ist da. Schönen guten Abend, Jackie. Hallo, da, du da und wieder einen neuen Namen. Ja, wir waren ja jetzt insgesamt 5 Jahre unter dem Namen Shuriken gesegelt und es war mal Zeit für was Neues. Deswegen haben wir auf Storms gewechselt und du bist aus Bayern, ne? Du kannst auch Storms sagen. Ah mei, guck mal, das ist der Storms. Das passt auch. Ja, so, wir segeln auf jeden Fall ab heute unter neuer Flagge, beziehungsweise ist es schon ein paar Tage her, dass wir es geändert haben. Ich habe mit ein paar anderen Namen rumexperimentiert, aber YouTube hat mir da immer einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, nein, diesen Namen kannst du leider nicht verwenden. Oder wenn es bei YouTube geklappt hat, bin ich bei Twitch rein und hat Twitch gesagt, nein, 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 diesen Namen kannst du leider nicht verwenden. Und so ging es ein paar Mal hin und her mit verschiedenen Nicknames und jetzt sind wir bei Storms gelandet, der wunderbar funktioniert. So. Haben wir das jetzt gut erklärt? Ich weiß es nicht. Du kannst weiterhin Manuel zu mir sagen, so wie das auch alle anderen tun, die wissen, wie mein richtiger Name lautet. Also, wir fahren heute die Rallye Iberia und wir fahren mit der H2 Frontantriebklasse. Wir gucken jetzt gerade mal, wie die erste Strecke heißt. Das ist Pontils, dann Montagut, Alfioia und Montclar. Ja, wir haben hier 9,7 Kilometer, 9,2, 16,3. Das ist lang, aber es ist nicht so brutal lang. Das geht noch. Ja, in diesem Club-Event wird es übrigens so sein, dass wir in jedem Event 4 Etappen haben. Das hat der Stefan so eingerichtet. Und er hat geguckt, dass es ungefähr
auf plus minus 50 Kilometer rausgeht. Wenn wir hier mal aufrunden, haben wir 10, 20, 35. Ja, okay. Bisschen mehr als 45. Von daher, ja, kommt das ungefähr hin. Wir haben überall Servicebereiche. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber wir haben dieses Jahr oder dieses Halbjahr, wir hatten dieses Jahr ja schon ein Club-Event, aber jetzt im zweiten Halbjahr haben wir die Schwierigkeiten ein bisschen hochgehoben, beziehungsweise es war Stefans Idee und ich habe nichts dagegen gehabt. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, weil wir haben jetzt auch verschiedene Wetterbedingungen und wir haben erstmals auch Nachtrallyes dabei. Vorher hatten wir nur Dämmerung oder Tagesanbruch. Jetzt haben wir auch richtig Dunkelheit dabei, um da den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anzuheben. Und diese Woche wird es wohl so sein, dass die letzte Etappe, die ist, die ordentlich reinhaut, weil wir hier sowohl Nacht haben als auch Sturm und Regen. Ja, wenn ich das mal hier so sehe, von der Symbolik her, scheint die Fahrbahn nass zu sein. Und oben rechts seht ihr das schöne Storm-Logo. Schönen guten Abend, Southwest. Ich erkläre gerade ein bisschen der angehobene Schwierigkeitsgrad in unserem zweiten Club-Event 2024. Was natürlich ganz allein deine Idee war, womit ich nichts zu tun habe. Also wenn ihr euch beschweren wollt, dann geht bitte auf Southwest Studio auf YouTube und knallt die Kommentare voll, was die Scheiße soll, warum das dieses Jahr so schwer ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Ich bin ja nicht der beste Rallye-Fahrer, dadurch, dass ich nur dieses eine Club-Event in der Woche fahre und ansonsten eher zurückhaltend bin, was das Thema angeht. Ja, bin ich mal gespannt, wie ich mit dem höheren Schwierigkeitsgrad klarkomme. Aber ich denke, es wird einfach ein bisschen mehr Spannung in das Ganze reinbringen. So, wir merken uns Pont Hills und werden die jetzt mal Probe fahren. Ach so, genau, in den Discord könnt ihr natürlich auch gehen. Der ist bei Southwest Studio verlinkt unter den Rallye-Videos. So, wir gehen raus ins Zeitfahren und fahren erstmal ein bisschen Probe. Weil ich bin so lange jetzt nicht mehr gefahren. Das wäre absoluter Selbstmord, da jetzt rauszufahren, ohne das zu testen. So, Rallye Iberia ist in der Liste ganz hinten. Und Pont Hills hieß das gute Stück. So, wir fahren H2 FWD. Und ich kenne die H2 FWD noch aus dem letzten Club-Event. Da kam die ziemlich gegen Ende. Und ich kenne die drei Fahrzeuge, die darin vorkommen, sehr gut. Das ist nämlich zum einen der Peugeot 309, der Peugeot 205 und der Golf GTI von 1986. Seines Zeichens ein Golf 2 und mein erstes Auto. Ne? Mein erstes Auto war ein weißer Golf 2 GT. Das heißt, er sah aus wie ein GTI, aber hatte nicht die Maschine von GTI. Und das Auto habe ich geliebt. Das ist sehr, sehr lange gut gegangen. Ich glaube, da waren fast 300.000 Kilometer drauf, bis ich den dann verkauft habe. Habe ich den noch verkauft? Ich glaube, den habe ich verkauft. Ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich auf den Mazda 323S gewechselt. Der war auch cool. So, ja, es ist schwierig. Also der 309 GTI fällt bei mir komplett raus. Der hat nur 140 PS, der hat aber auch nur 870 Kilo. Der hier hat 5 Kilo mehr, aber dafür halt auch 35 PS mehr. Also wenn man sich für Peugeot entscheidet, ist eigentlich die Wahl relativ einfach, den 205er GTI zu nehmen. Und der Golf GTI legt da sogar nochmal 20 PS drauf, wiegt aber 960 Kilo. Und ich muss sagen, obwohl mir der Golf so gut gefällt, fahre ich in der Klasse sehr, sehr selten den Golf, weil ich den einfach nicht gut fahren kann. Ja, der hat für mich einfach kein gutes Handling. Deswegen nehme ich in der Klasse eigentlich immer den Peugeot. Jetzt werden wir mal den Golf Probe fahren, weil es einfach das stärkste Auto ist. Bei mir sonst alles Shishi, ja. Nee, bei mir alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Bei euch ändert sich ja öfter mal die Lebenssituation. Ihr seid ja jetzt auch vor kurzem erst wieder umgezogen. Dann war lange Zeit Sendepause bei der lieben Jackie. Da macht man sich dann immer etwas Sorgen, aber du hast ja immer so ein bisschen Stress. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir gut geht. So, wir gehen kurz in die Fahrzeugaufbereitung, in das Tuning. Ich habe nämlich hier noch ein Asphalt-Setup. Habe ich extra noch gestern Abend erstellt, seht ihr hier gerade. Damit ich heute nicht ganz unvorbereitet hier reinlaufe.
Einmal mit langer Übersetzung und einmal neu. Da muss ich mal kurz reingucken, was hier der Unterschied ist. Okay, Spurwinkel haben wir hier ein bisschen. Radsturz natürlich auch. Das ist wichtig, vor allem auf Asphalt. Bremsen auf 40%, okay. Differential ist hier eingestellt. Die Dämpfung ist okay. Die Federn sind auch okay und die Gänge sind nicht verstellt, okay. Weil ich mache bei dem Golf meistens den Fehler, wenn ich an den Gängen rumschraube, dass es dann entweder zu lang wird oder zu kurz. Ich lasse den jetzt mal in der Standardübersetzung. Wir fahren den jetzt mal so, wie er ist. Habe ich jetzt das Tuning geladen? Ja, ne? Das müsste ja dann automatisch geladen sein. Best mit dem Amt. Oh, und bald wieder Umzug. Na, hervorragend. Ja, dann euch viel Erfolg beim Umzug. Und dann schauen wir mal. So. Start 3 rechts, 30, viel Glück. Wir haben hier beim Golf wahrscheinlich diese Ansicht. Das könnte passen. So, dann fahren wir mal eine Runde mit dem Golf. Wie gesagt, wenn das mit dem Golf gar nicht geht, dann werde ich auf den Peugeot wechseln. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob ihr mich noch hört. Ja, ich habe das Mikro auch hier eingebunden. Du weißt, du könntest mir gerne ab und an schreiben. Ja, würde ich bestimmt machen, wenn ich Zeit dazu hätte. Ja, also bei mir ist das Leben auch nicht gerade weniger stressig als bei dir. Nur, dass ich nebenbei dann halt auch in meiner Freizeit noch streame. Das kommt dann noch oben drauf. Aber ja, wir haben Kontakt, von daher weiß ich ja, wo ich dich erreichen kann. 2, 1, go. 3 rechts, mach zu, 30. 2 links, halb lang. Ich weiß nicht warum, aber wir haben kein Lenkrad. Ich weiß nicht warum, aber wir haben kein Lenkrad. Das passiert manchmal. Das ist bei EA Sports WRC immer noch eine interessante Sache, dass er manchmal einfach das Lenkrad nicht erkennt. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt haben wir das primäre Eingabegerät geändert, ob wir Force Feedback haben. Weil manchmal muss man das Spiel neu starten, um Rechts, Force Feedback zu 30, viel haben. Glück. So, warte kurz. Fünf, vier, drei. Jetzt habe ich auch noch einen Fehlstart, ey. Heute ist aber auch der Wurm drin. So, Moment. Start So. 3 rechts, 30, Mann, viel Glück. jetzt nochmal. Naja, wir hatten auch erst einen großen Schicksalsschlag, daher Stress mit dem scheiß Amt. Ja, davon hast du mir, glaube ich, sogar noch Fünf, erzählt. Ich kann vier, mich erinnern. drei, zwei, eins, go. Drei Oder vielleicht rechts, mach verwechsle ich das zu, auch mit einer 30, anderen Sache. so links, halb lang. Bremsen, links über Kuppe, 30, in eins rechts, schneiden. Da fährt schon der Peugeot. Und sechs links, 60. Vier links kurz, in drei rechts, leicht schneiden. Und vier links, halb lang, mach zu, 270. Langsam, 6 rechts, 60. Achtung, späte 1 rechts, kurz. Und leicht links, sehr lang. Alter, wie leicht bricht der denn aus? Ich hab doch Radsturz und alles drin. Warum bricht der Achtung, so leicht aus? 520. 6 rechts, langsam, 60. 4 links, sehr lang, 80. 2 links, halb lang, mach zu, 60. 6 rechts, bremsen, 50. Kehre rechts. 40, 6 links. Und kleiner Sprung. Und 5 links kurz, 30. 2 links und kehre rechts. 70, 4 links kurz. In scharf rechts kurz und 3 links, 30. Leicht links, 40. 1 links und Kuppe. Sofort 3 rechts, kurz in 6 links und scharfe Kehre rechts. 40, 6 rechts und scharf links, 40.
Späte 1 links und Kuppe 30. Kehre rechts. 50. 6 rechts über Kuppe. 40. Alter, war das knapp. Leicht rechts über Kreuzung und 2 links. Wird breiter. 70. 5 rechts. 100. 4 rechts kurz. 90. 6 rechts kurz. 80. 6 rechts, 40, links über Kuppe, 50, langsam, 5 links, mach zu, in Brücke, 30, 1 links, innen, 30, 4 rechts, macht auf, 40, 3 rechts kurz, 30, 6 links, 40, 4 rechts, innen, 40, links über Kuppe, 170. Oh Mann, ey. Was ist das denn? Langsam, 6 links über Kuppe. 40. Ah, Gott, herrlich. Es fängt schon wieder sehr gut an. Ich kann die Kiste nicht fahren, ne? Ich weiß nicht, was das bei dem Golf ist, dass ich den auf Asphalt einfach nicht fahren kann. Auf jedem anderen Untergrund ist es eins meiner liebsten Autos. Aber auf Asphalt hasse ich den einfach. Der arbeitet völlig gegen mich. Macht auf, 70. 6 links kurz, 80. Kuppe, 40. Leicht links, 170. 6 rechts, langsam, 90. 4 rechts kurz. Oh, ich bräuchte 6 Gänge. Links kurz, 50. 6 links. Und 5 rechts, nicht schneiden, 60. Ey, ich kann den nicht fahren, es tut mir leid. Also, so gern ich den Golf mag, aber ich kann das Drecksding einfach nicht fahren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Wir fahren den Peugeot. Ich fahre in der Klasse immer den Peugeot. Das hat seine Gründe. Und ich sollte auch diesmal mich einfach dran halten. So, nochmal. Pontils oder wie es hieß. Anstrengend. Absolut anstrengend. Die Karre. Ja, der Peugeot ist hier leider rechts gelenkt. Ich weiß gar nicht wieso, obwohl es ein französisches Auto ist. Deswegen werden wir dann die Haubenansicht fahren. Weil rechts gelenkt finde ich immer sehr, sehr anstrengend zu fahren, von der Kamera her. Alter Schwede, war das ein Krampf eben. Ich meine so, der fährt sich ja schon gut von der Beschleunigung her und so, alles cool. Aber Kurvenlage, der haut mir so oft ab und ich raff nicht, warum das so ist. Ich habe auch schon mit verschiedenen Federeinstellungen und so rumexperimentiert. So, also mein Peugeot 205 fahre ich wie folgt. Falls ihr den auch fahren solltet, könnt ihr hier gerne mein Setup kopieren. Das ist ein sehr, sehr gutes, bewährtes Setup, was ich schon öfter gefahren bin. Nur komischerweise speichert sich EA Sports WRC meines Setups nicht. Bei Dirt Rally war das so, wenn du einmal für ein Auto ein Setup gemacht hast, konntest du das auf jeder Strecke abrufen. Ich glaube, bei EA Sports WRC ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Straßensetup für Kroatien mache, kann ich das nur bei Kroatien laden. Wenn ich dann Iberia spiele, muss ich es bei Iberia nochmal neu einstellen. Gott sei Dank habe ich mir meine Standard-Setups von den Wagen, die ich immer wieder fahre, habe ich mir gespeichert im Handy. Und so muss ich dann nicht lange suchen. Aber es ist trotzdem blöd, dass das Spiel sich das nicht einfach merkt. So, wir haben einen Spurwinkel von 0,2 Grad, einen Radsturzwinkel von 1,75 minus, einen Spurwinkelheck von 0,4 Grad und einen Radsturzwinkelheck von ebenfalls minus 1,75. Dann haben wir die Bremsen auf 2,592 Newtonmeter, die Bremsverteilung auf 75%. Ja, ich weiß, es ist arg weit vorne, aber das ist fürs Einlenken bei dem Auto einfach gut. Und eine Handbremskraft von 1,906. Da ich gerade auf der Strecke öfter mal die Handbremse benutze, habe ich da ein bisschen nachgeholfen. Ja, Differential habe ich auf 35,25 mit 70 Newtonmeter Vorbelastung. Gänge habe ich Standard gelassen. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen rumspielen, aber ich glaube, so viele Geraden hat man hier nicht. Den fährt man halt auf der Geraden sehr schnell aus. Deswegen ist es ganz gut, manchmal die Übersetzung ein bisschen länger zu machen. Aber da hier auch viele enge Kurven sind, wo man rausbeschleunigen muss, mag ich die Standardeinstellung eigentlich ganz gern. Ja, die Dämpfung habe ich auf 3, 2, 2, 2.
Normalerweise macht man hier ja auch drei rein, damit es gleichmäßig verteilt ist, aber tatsächlich funktioniert bei mir auf Asphalt das hier besser. Also vorne drei und den Rest auf zwei. So, und die Federn habe ich hinten auf minus 32 mm, volle Härte. Dann 33 Newton pro Millimeter Stabi vorne. Dann minus 26 mm hinten, ebenfalls volle Kanne. Und den Stabi-Heck auf 19,8 Newton pro Millimeter. Und das war's. So, dann schauen wir jetzt mal, wie sich das Gerät fährt. Hoffentlich besser als der Golf. Start 3 rechts, 30, viel Glück. So, wir fahren Haubenansicht, habe ich ja gesagt. Ja, grüezi wohl, bitte, mein Lieber. Ich habe vorhin gesehen, als ich die Liste kurz gesehen habe, dass du gefahren bist. Das freut mich ja ganz außerordentlich, dich mal wieder in einem Club-Event begrüßen zu dürfen. Lang, lang ist's her. Ja, hat mich sehr gefreut, da deinen Namen zu lesen. So, ja, macht euch mal nicht lustig über mein Armband, das bringt Glück. Und los geht's. Mal gucken, wie das hier in dem Peugeot vonstatten geht. Er klingt auf jeden Fall nicht so schön wie der Golf. Oh, war nicht gut. Naja, die Zeiten werde ich ja dann gleich sehen. Vier links kurz, in drei rechts, leicht schneiden und vier links, halb lang mach zu, 270. Langsam, sechs rechts, 60. Achtung, späte eins rechts, kurz. Und leicht links, sehr lang. Mach zu, 5, 120. 6 rechts, langsam, 60, 4 links, sehr lang, 80. Das hier ist niemals eine Viererkurve gewesen, niemals. Da muss ich bis in den zweiten Gang runter, um nicht gegen die Leitplanke zu ballern. Also ich weiß nicht, wer da das Gebetsbuch geschrieben hat. Aber hier eine 4 draus zu machen, bei so einer engen Scheiße, das ist echt ein Witz. Links kurz, 30, 2 links und kehre rechts. Oh, da habe ich die 2 überhört. Oh. Ich wusste noch, dass die Haarnadel kommt, aber ich hatte vergessen, dass davor noch eine 2 kommt. 1 links und Kuppe. Sofort 3 rechts, kurz in 6 links und scharfe Kehre rechts. Oh Gott. Okay, na, ah, da fährt er an mir vorbei, der Ghost. 6 rechts und scharf links, 40. Ach, schade. Späte 1 links und Kuppe, 30. Kehre rechts. Komm, dich hole ich noch. 50, 6 rechts über Kuppe, 40. Oh nee, aber nicht so. Schade. Okay, der ist weg. Ist ja nicht umsonst meine Bestzeit, die da vorne fährt. Oh, komm. Hinter einem herfahren ist aber auch immer ätzend, weil das macht dich mehr durcheinander, als dass es hilft. 6 rechts kurz, 80. 6 rechts, 40. Links über Kuppe, 50. Langsam, 5 links, mach zu, in Brücke, 30. 1 links, innen, 30. 4 rechts, macht auf, 40. Ey, das gibt's doch nicht. Die war aber auch echt enger als gedacht. 6 links, 40. 4 rechts, innen, 40. Links über Kuppe, 170. Langsam, 6 links über Kuppe, 40. 3 rechts, macht auf und macht zu. 2 rechts und 5 links, 50. Scharf links, halb lang. In Brücke, in 4 rechts, in 5 links kurz. Und 4 rechts, halb lang, macht auf, 70. 6 links kurz, 80. Kuppe, 40. Leicht links, 170. 6 rechts, langsam, 90. 4 rechts kurz, 30. 3 links kurz, 50. 6 links.
Und 5 rechts, nicht schneiden, 60. 3 links, innen, 30. 5 rechts, 80. 6 rechts, halb lang, 50. 5 links, in 5 rechts, 30. 4 links kurz, in 3 rechts, in 2 links, macht auf, 50. 4 links. Und 6 rechts, halb lang, 40. 2 rechts, innen. Und 2 links kurz, und 4 rechts, und 2 links, 70. Leicht rechts, 100. Was ich ganz schön finde an der Passage, dass man hier kaum die Bremse braucht. Eigentlich reicht die Motorbremse beim Runterschalten für die meisten Kurven. Man muss einfach nur vom Gas runter und dann komplett einlenken. Ja, hin und wieder wie hier muss man natürlich auch ein bisschen zubremsen, aber alles in allem kann man hier sehr bremsenschonend fahren. Also es ist eigentlich eine schöne Fahrerei, zumindest auf der Strecke. Ah, das ist nicht schön. Da hat er mich getrickt. Da war links so ein Ausweichplatz. Da dachte ich, könnte Kurve schnippeln, aber vorne kam dann die Kurve sehr flach rein. Beziehungsweise ja doch flach. Fährt sich auf jeden Fall gut. Viel besser als der Golf. Aber ist halt auch ein gutes Stück langsamer. Von daher werde ich diese Woche auch wieder nicht oben mitfahren. Aber es ist dann halt so. Eins rechts, lang. 30, 2 links, verdeckt, 40. 5 rechts, bremsen. In 3 links, 30. 5 links kurz, nach Kreuzung, in leicht rechts und 3 rechts, macht zu, in frühe 3 links, 80. Oh. Da ist wieder so eine. 60. 5 rechts, weiter rum. 40, 4 rechts. Und 4 links kurz und 5 rechts. Und 3 links, 50. 4 rechts, 40. Leicht links. In 4 rechts kurz. Da, das meine ich, ne? Ich habe nicht einmal gebremst, einfach nur durch runterschalten. Rad bergauf ist es ja eh besser, nicht so viel zu bremsen, weil man so viel von dem Vortrieb verliert. 5 rechts, schneiden, 110. Da fehlen dann halt schon die PS. Ziel 140 bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 6 Minuten 15,3. Okay, ja, 6,15 ist natürlich keine Glanzzeit. Das ist mir schon klar. Vor allem, weil ich schon mal eine 6,06 gefahren bin und das war nicht schnell. Aber damit müssen wir jetzt mal leben. So, Bitty. Was schreibt der Bitty? Ah, die Jackie verabscheut sich. Kein Problem. Schönen Gruß an deinen Hund. Zweimal abgeflogen und in der letzten Etappe quasi Blindflug. Bin vermutlich eine halbe Stunde hinten dran. Oh, okay, krass. Danke für Spoiler. Das hätte ich ja jetzt dann gesehen, aber gut. So ist es dann halt. Bin gestern auch seit langem mal wieder Rallye gefahren, will aber versuchen, jedes Rennen mitzufahren. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, deinen Namen hier regelmäßig zu lesen. Aber wenn du es mal nicht schaffst, dann ist das auch nicht schlimm. Ich bin im letzten Club-Event auch nicht alles mitgefahren, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat. So, dann gehen wir schnell in den Club, solange ich noch warm bin. Und fahren mal die erste Etappe. Ich will auf jeden Fall, wenn ich die Zeit habe und kann sonntagsabends zum Beispiel streamen, dann möchte ich weitestgehend versuchen, mit Übung zu fahren. Ne? Weil meistens springe ich hinter das Steuer und lege direkt los. Das ist aber nie ein guter Ratgeber. Man sollte sich schon wenigstens ein, zwei Runden einfahren. Die Zeit hat man ja im Prinzip. Und dann geht das eine ganze Ecke besser. Ja. Genau, und jeder ist willkommen im Club. Bin auch den 309er gefahren. Ja, der ist halt... Der 309er ist gut in manchen Kurven. Der hat eine gute Kurvenlage, weil der hinten das Heck dran hat. Der hat einen anderen Radstand als der 205er. Das ist ein bisschen besser verteilt vom Gewicht her. Wenn du ein gutes Tuning hast, kannst du mit dem, obwohl er so schwach auf der Brust ist, auch sehr gute Zeiten fahren. Aber insgesamt verlierst du hier, gerade so in der Schlussphase der ersten Etappe, wo ja wirklich viel Vollgas gefahren wird, verlierst du einfach zu viel, weil die Power fehlt. Ja? Das holst du dann in den Kurven nicht mehr raus.
Deswegen befürchte ich, dass ich mit dem 205er auch auf weiter Flur kein Land sehen werde, weil mit Sicherheit die meisten wieder den Golf genommen haben. Der ist halt hier einfach die Macht, wenn man den fahren kann. Aber wie wir vorhin gesehen haben, ich kann es nicht, deswegen lasse ich die Finger vom Golf. Start 3 rechts, 30, viel Glück. So, jetzt habe ich wieder nicht geschaut. Wir fahren hoffentlich mit weichen Reifen im Shakedown. Ich verpasse immer zu gucken, welche Reifen drauf sind. Oh, und ich habe das Tuning nicht gemacht. Naja, es ist nur der Shakedown. 4, 3, 2, 1, go. 3 rechts, mach zu, 30. 2 links, halb lang. Bremsen, links über Kuppe, 30. Ja. In 1 rechts. Ich habe das Tuning nicht gemacht. Und 6 links, 60. 4 links kurz, in 3 rechts, leicht schneiden und 4 links, halb lang mach zu, 270. Langsam, 6 rechts, 60. Achtung, späte 1 rechts, kurz. Und leicht links, sehr lang. Mach zu, 5, 120. 6 rechts, langsam, 60. 4 links, sehr lang, 80. Hier, guck mal, was. Das soll eine. Was war denn jetzt? Was war das für ein Geräusch? Pause, 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 Pause. Irgendein Gerät hat sich gerade abgemeldet. War das vielleicht mein Mikro? Hallo? Nee, ihr hört mich noch, ne? Weil ich hatte gerade auf dem Ohr den Windows-Sound, dass sich irgendein USB-Gerät abgemeldet hat. Das ist nicht so gut, wenn das Mikro, das Funkmikro über USB angeschlossen ist. Dann wenigstens richtig langsam. Okay, ihr hört mich. Ja, sehr unangenehm. Irgendwas hat sich gerade abgemeldet. Falls uns irgendwas fehlt, werden wir es dann gleich merken. Die Kamera geht auch noch. Die ist ja auch über USB angeschlossen. Alles sehr merkwürdig. Die Maus geht auch. Ja, das hier soll eine Vierer sein, also die fahre ich im zweiten oder dritten Gang, das kann keine Vierer sein. Kehre rechts. 40, 6 links. Und kleiner Sprung. Und 5 links kurz, 30, 2 links und kehre rechts. 70, 4 links kurz. In scharf rechts kurz. Da frage ich mich, wie man schneller ist. Mit Handbremse oder indem man so runterbremst, dass man es schafft ohne Handbremse. Das ist immer so ein bisschen die Glaubensfrage bei so engen Kurven, ne? Ich glaube, ich versuche es ohne Handbremse zu schaffen. Ich glaube, da bin ich besser bedient. Okay, so, jetzt Konzentration. Ja, wir haben jetzt den Shakedown hinter uns. Jetzt entspannen wir uns mal wieder. Dann gehen wir zuerst in die Fahrzeugaufbereitung. Machen zuerst unser Tuning, bevor wir das vergessen. Das war das hier. Genau, das ist das Richtige. So, dann schauen wir in die Bereifung. Uns stehen zur Verfügung. Oh, Mediums, okay. Medium, Hard. Drei Regenreifen. Drei. Ist die letzte Etappe so lang, dass man drei Regenreifen braucht? Oh ja, vielleicht hat sich die Handbremse abgemeldet. Nee, das geht ja bei mir alles über die Wheelbase. Handbremse und Schaltung sind bei mir über die Wheelbase angemeldet. Von daher funktioniert die Handbremse noch. Ja, dann fahren wir den Satz Medium halt. Muss mal gucken. Man kann sich ja hier in den Event-Details. War das hier? Nee, da war das nicht. Wo waren das nochmal? Nicht da. Ah, hier. Event-Übersicht. Genau, da kann man sich das doch nochmal genau angucken. Also hier hätten wir quasi 9,2 Kilometer Medium. Dann würde ich sagen Medium. Weiter die Medium. Dann der neue Satz Medium und hier dann der Satz Regenreifen. Oder wir fahren einen Satz Medium, Hart und hier die Regenreifen. Können wir eigentlich auch machen. Was soll der Geiz? Wir haben ja genug Sätze.
dann fahren wir medium, medium, hart. Hart ist zwar immer ein Kompromiss, aber ohne harte Kehle. So, also, dann sind wir mal gespannt, wie es läuft. Ja, Auto ist schon gut verkratzt vom Shakedown, weil ich auf die Handbremse verzichtet habe. Vielleicht sollte ich es doch lassen. Ich fahre einfach so, wie ich fahre. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche die Handbremse, benutze ich die. Und wenn nicht, dann machen wir es so. So, heute am Steuer für Sie, Stroker Ace und Tanja Geilhausen. Tanja ist übrigens die mit dem Bart. Auch sehr vertrauenserweckend, dass mein Lenkrad gerade geknackt. Ah, ich weiß, was ausgefallen ist. Wem fällt es auf? Die Kamera. Die Wheelcam ist ausgefallen. Okay, interessant. Ah, ich muss mal gerade. So, ich muss mal gerade hier nach hinten, nicht wundern. Muss mal gerade schauen, welcher von diesen Kabeln dafür verantwortlich ist, dass meine Wheelcam nicht funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Ah, hier bin ich. Warum die Wheelcam? Genau, ich will im fünften Gang anfahren, laut Wheelcam. Ja, die Wheelcam ist eingefroren. Warum ist die Wheelcam eingefroren? Da ist sie auf jeden Fall. Ich bekomme sie angezeigt, aber sie tut nichts. Ach, Wheelcam, wo bist du denn? Da. Ich nehme sie mal kurz raus. Und hol sie mal noch mal rein. So, ist das ein Live-Bild? Wer hat denn da so... Ach so, da sind jetzt die Settings nicht geladen, deswegen sieht die so komisch aus. Okay, dann lassen wir das vielleicht offen. Okay, die sieht komisch aus. Ich weiß nicht, warum die so komisch aussieht. Ja, die Mutti ist am Start, aber meine Wheelcam lässt mich jetzt hier im Stich. So, warte mal. So, also wir haben auf jeden Fall ein Bild, aber irgendwas stimmt nicht. Die Wheelcam ist sehr hell, normalerweise ist die nicht so hell. Bei technischen Problemen lässt man sich Zeit. Ja, mach mal hin, gibt's da nicht. Es geht hier um Rallye, da geht's um alles. Da kann man nicht so tun, als wenn das nichts wäre. So, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Naja, mal gespannt, wie lange sie funktioniert. 5, 4, 3. 2, 1, go, 3 rechts, mach zu, 30, 2 links, halb lang, bremsen, links über Kuppe, 30, in 1 rechts, schneiden, und 6 links, 60. 4 links kurz, in 3 rechts, leicht schneiden, und 4 links, halb lang, mach zu, 270. Langsam, 6 rechts, 60. Achtung, späte 1 rechts, kurz. Und leicht links, sehr lang. Mach zu, 5, 120. 6 rechts, langsam, 60. 4 links, sehr lang. Ja, sag 4 links, ne? Das ist niemals eine 4. 2 links, halb lang, mach zu, 60. 6 rechts, bremsen, 50. Kehre rechts. 40, 6 links. Da hätte ich die Handbremse nehmen sollen. Und kleiner Sprung. Und 5 links kurz, 30. 2 links und kehre rechts.
170. 4 links kurz. In scharf rechts kurz. Und 3 links. 30. Leicht links. 40. 1 links. Und Kuppe. Sofort 3 rechts. Kurz. In 6 links. Und scharfe Kehre rechts. 40. 6 rechts. Und scharf links. 40. Späte 1 links. Und wow. Kuppe. 30. Da war ich ja viel zu schnell. Ich hatte vergessen, wie scharf die Kurve ist. 50. 6 rechts über Kuppe. 40. Leicht rechts. Über Kreuzung. Und 2 links. Wird breiter. 70. 5 rechts. 100. Rechts kurz, 90. 6 rechts kurz, 80. 6 rechts, 40. Links über Kuppe, 50. Langsam, 5 links, mach zu, in Brücke, 30. 1 links, innen, 30. 4 rechts, macht auf, 40. 3 rechts kurz, 30. 6 links, 40. 4 rechts, innen, 40. Links über Kuppe, 170. Langsam, 6 links über Kuppe, 40. 3 rechts, macht auf und macht zu. 2 rechts und 5 links, 50. Scharf links, halb lang. In Brücke, in 4 rechts, in 5 links kurz. Und 4 rechts, halb lang, macht auf, 70. 6 links kurz, 80. Kuppe, 40. Leicht links, 170. 6 rechts, langsam, 90. 4 rechts kurz, 30. 3 links kurz, 50. 6 links. Und 5 rechts, nicht schneiden, 60. 3 links, innen, 30. 5 rechts, 80. 6 rechts, halb lang, 50. 5 links, in 5 rechts, 30. 4 links kurz, in 3 rechts, in 2 links. Macht auf, 50. 4 links. Und 6 rechts, halb lang, 40. 2 rechts, innen. Und 2 links kurz, und 4 rechts, und 2 links, 70. Leicht rechts, 100. 3 rechts kurz, in 5 links und 3 rechts, mach zu und 4 links, mach zu und 4 rechts, 30. 2 links scharf, in 1 rechts kurz und 4 links, macht auf, 60. Langsam, 6 rechts, 30, früh 2 links, mach zu und scharf rechts, halb lang. 100. 3 links, macht auf, 50. Achtung, 4 rechts und 2 rechts, macht zu und früh 2 links, 90. 6 links kurz und leicht rechts, langsam in 4 links, in 4 rechts, in 2 links kurz, 60. 1 rechts, lang, 30, 2 links, verdeckt, 40. 5 rechts, bremsen. In 3 links, 30. 5 links kurz, nach Kreuzung, in leicht rechts und 3 rechts, mach zu, in frühe 3 links, 80. 5 links, 60. 5 rechts, macht auf, 40, 4 rechts. Und 4 links kurz und 5 rechts. Und 3 links, 50. 4 rechts, 40. Leicht links. In 4 rechts kurz. Und 3 links, 160. Leicht links, 70. Rechts über Kuppe, 150. 5 rechts, schneiden, 110. Links über Kuppe, 70. Ziehe, 140. Bis Stopp. Okay, das ist deine Zeit von 6 Minuten, 7,9. Okay, krass. Obwohl ich so schlecht angefangen habe,
war ich nur eine Sekunde schlechter als meine Bestzeit. Also es war ganz okay, würde ich sagen. Ah, oh, City of Zock. Schönen guten Abend. Grüß dich. Oh, jetzt bin ich froh, dass ich das noch einigermaßen gut geschafft habe. Nach meinem Fauxpas am Anfang. Naja, gut. Einigermaßen gut geschafft. Vorletzter. Ja, okay, cool. Ja, sind einige starke Leute dabei, sehe ich gerade. Weil Uri China und Stefan 1701D sind ja eigentlich so Gradmesser, was so die schnellsten bei uns sind. Und tatsächlich sind zwei neue dabei, die unter den 6 Minuten gefahren sind. Oh, guck mal, sogar mit Automatik. Oh nein, und so, der Airplayer ist auch noch schneller als ich mit Automatik. Das ist natürlich eine Schande. Das ist natürlich, das trifft mich hart, muss ich sagen. Ah, okay, na gut, dann schauen wir mal. Also, nach der ersten Etappe auf Platz 1, der Max Power WRC. Den Namen kenne ich, ich glaube, der ist schon mal mitgefahren, aber ich glaube, der ist beim letzten Event nicht alle Events mitgefahren. Aber den Namen habe ich definitiv schon mal gelesen. Dritter von 4 aus Österreich habe ich noch nicht gelesen. Und der ist mit dem Peugeot 559 gefahren. Das ist der unumstößliche Beweis, dass der Peugeot trotzdem mithalten kann vom Speed her. Ja, Uri China, der gute alte Uri 444444, der jetzt Uri China heißt, mit dem Volkswagen Golf GTI mit 601, relativ dicht dahinter. Dann der Stefan 1701D aus Österreich, ebenfalls mit dem Golf, mit einer 606. Das ist meine Bestzeit, 606. Schade, dass ich die heute nicht gefahren bin, sonst hätte ich mich hier vor die ganzen Herren gesetzt. Aber ja, was soll's. Hier, Southwest Studio reiht sich ein in die 607 mit dem Volkswagen Golf GTI. Das habe ich gesehen, deine erste Etappe habe ich gesehen, den Rest habe ich noch nicht gesehen, muss ich gestehen. So viel Zeit hatte ich noch nicht. Dann der Airplayer auf Platz 6. Das ist ein Controller-Spieler auf dem PC mit Automatik, mit Traktionskontrolle und ABS. Mehr Fahrhilfen gehen ja schon gar nicht mehr. Hat aber hier auch mit 607 eine sehr passable Zeit hingezaubert. 6073, ganz, ganz knapp hinter Southwest Studio, beziehungsweise Southwest knapp davor. Dann kommt meine Wenigkeit mit 6079, also sagen wir 608. Und dann kommt der Bitty mit 7.14, aber das hat er ja schon gesagt, dass er da ein bisschen Pech hatte und eine 5-Sekunden-Strafe hat er noch oben drauf. Also, ja, sehen wir das mal nicht so eng. Genau, Airplayer sowieso, Controller-Cheater, sagen wir, wie es ist. Der hat bestimmt ein Auto-Aim angehabt. So, das war Etappe Nummer 1. Bevor wir jetzt zur nächsten Etappe gehen, gehen wir auf Beenden. Und fahren die zweite Etappe-Probe. Ich nehme mir heute mal ein bisschen mehr Zeit, weil ich echt merke, dass ich hier nicht gerade einen guten Stand habe bei den Herren. Deswegen muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. So, wir gucken mal ganz kurz, was die nächste Etappe ist. Montagut. Montagut. Ob es die auch in schlecht gibt? Montaschlecht. Der wird zwar schlecht, ja, da habt ihr recht. Und das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. So, Zeit fahren. Oh Gott. Ich sollte Rapper werden mit den Skills, die ich hier am Start habe. So, Monta gut. Wo bist du denn? Da. Monta ist immer gut. So. Den Poigiot. Ja, ja, sehr dicht beisammen. Das stimmt. Alles noch besoffen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht in Etappe 2 bis 4. Ne? Da kann ja einiges passieren. Dadurch, dass wir jetzt immer 4 Etappen haben, da ist viel Raum für Fehler zu machen. Und wenn es um Fehler machen geht, bin ich immer vorne mit dabei. So, Setup ist geladen, nicht wie vorhin. Weil einmal ohne Setup fahren und einmal mit Setup fahren war jetzt nicht unbedingt dem Muskelgedächtnis zuträglich. So, genau, Montag immer gut. Weißt du Bescheid. Morgen ist übrigens Montag, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Montag, gut. Ja, nimm den Wagen auch, der ist geil.
Der Golf ist zwar schneller, aber das Handling von dem Peugeot ist einfach Traum. Der ist halt unkaputtbar. Also ich krieg den kaputt, aber. So, die Strecke bin ich jetzt in meinem Leben noch nie gefahren. Dementsprechend holprig geht das jetzt hier los auf den ersten Metern. Späte 1 links, nicht schneiden. Und 3 rechts, 80. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, das muss ich mir versuchen zu merken. Das ist ja eine richtig fies gesetzte Leitplanke, mein lieber Scholli. Die Kurve sollte man nicht schnibbeln. Das hat mich die Haube gekostet. In 4 links kurz, 100. 4 links kurz. Und 6 rechts, schneiden. Langsam in 6 links, 50. 2 links über Kuppel, 40. 3 rechts, lang. Und 3 links, 40. 6 links, macht auf und macht zu. Lang, 100. Ui, da war ein Baum. Den haben sie aber auch dahin gesetzt, dass man da dran fährt, oder? Das war so ein richtig fieser Dirt Rally 2.0 Baum. So, ach, guck mal da. Machen wir doch gleich mal einen Baum hin. Da fahren die bestimmt raus. 50. Kleine Kuppe. 50. Der erste quer, siehst du mehr? 100. Späte 3 rechts. Halb lang macht zu. Schneiden. 100. 6 links über Kuppe. 60. 6 links. Das Wabern der Motorhaube macht mich verrückt. Ihr seht es leider nicht. Aber wenn die mal so angeschlagen ist, dann wabert die immer so auf und runter. Und ich hasse das. Stört mich voll in der Konzentration. Leicht links. In Kuppe. 180. Gleich fliegt die Haube, ey. Und 5 rechts kurz, 120. Langsam. Langsam. Späte 3 rechts, halb lang und späte weite Kehre links. 50. 3 links kurz. Da war's eng. Weite Kehre, hat er gesagt. War aber ganz schön eng. 100. Boah, hier auch, ey. Guck mal, wie man hier vom Asphalt. Was ist denn das für ein Asphalt? Boah, krass. Da gab es keinen Übergang. Da haben sie sich einfach gedacht mit der Asphaltsäge, ey, da schneiden wir jetzt einfach mal ab. Oh, das war schön. Schöner Drift. Mann, Mann, Mann. Wie schneiden? Hier oder was? Boah. Die 3 überhört, ne? Ich habe nur die 2 gehört und dachte, oh, kommt jetzt eine 2? Aber es kam erst eine 3 und dann eine 2. Ui. 6 links kurz, 70. 4 links, halb lang, 80. 2 rechts, mach zu, nicht schneiden. 70. 2 links kurz, 130. Die hat aber ordentlich zugemacht. Also, wenn er sagt, mach zu, dann meint er es wirklich ernst. Achtung, 6 links, mach also, zu. Also, Tanja meine ich. Was, wie geht's? 50. Ah, 3. Okay, cool. Cool, cool, cool. 4 links, macht auf, 70. Eieieiei. 4 links, halblang, macht zu. Jetzt mach mal halblang, Junge. Boah, es war doch keine 4, sag mal. Ui, der Baum war knapp, oder? Hier schneiden und dann 3 links und dann. Vollgas und hier nochmal eine 2 und dann kommt eine 6 und eine 5. Wie 6 rechts? Ich bin erst bei einer 3. 160. So, schön Vollgas, damit die Räder durchdrehen. Hilft bei einem Frontantrieb ja auch nicht, um den mal um die Kurve zu quälen. Ui, jo, da war es aber auch hier haarscharf an der Zensur. Ui. Links scharf, 30. Langsam, nicht schneiden, guter Rad. Sonst ist guter Rad teuer, wenn man hier rausballert. Da geht es nämlich in die tiefsten Tiefen von Spanien. 6 rechts kurz, langsam, 90.
2 rechts, macht auf, lang, 30, 2 links, halb lang, nicht schneiden. Und 5 links, langsam, 100. 5 rechts kurz, in 3 links kurz, schneiden und 1 rechts, halb lang. 40, Achtung, 2 links, macht zu, in 6 rechts, in leicht links, leicht rechts. Leicht links, 120, langsam, leicht rechts. Und 4 links, schneiden, in 3 rechts kurz, schneiden, in 5 links und 6 rechts, 60. Das war aber mit zusammengekniffener Rosette, ich sag's euch. 1 links, sehr lang, über Brücke. Wie, jetzt kommt ein 1? Ich bin hier gerade voll in Fahrt. 6 rechts, lang. Macht zu, 4, 30. 6 links, macht auf. Über Ziel, 160, bis Stopp. Okay, also das ist definitiv auch eine Strecke, die ich mir nicht merken kann so schnell. Zeit von 5 Minuten, 57,7. Okay, ich bin unsicher, ob ich das jetzt so fahren soll nach der einen Übung. Ich habe auch das Gefühl, pinkeln zu müssen, aber das ist, glaube ich, die Aufregung. Scheiße, es ist echt fordernd. Oh Mann, ey. Ich will aber eigentlich nicht noch eine Runde fahren. Die war schön, die Strecke. Habe ich übrigens noch gar nicht gesagt. Ne? Erste Etappe hat mir auch sehr gut gefallen. Also Rallye Iberia ist eigentlich eine schöne Sache. Jetzt die zweite hat mir auch sehr gut gefallen, aber da waren ganz schön viele Stolpersteine drin. Ich fahre noch mal ganz kurz den ersten Teil bis zu dieser Barriere, an die ich gefahren bin, Leitplanke, um mir wenigstens die zu merken, weil das war, glaube ich, die schlimmste Stelle. 6 links kurz, in leicht rechts, 70. Achtung, 5 links über Kuppe und 2 rechts, nicht schneiden, macht auf und 6 links, lang, 40. 6 rechts kurz, 30. Leicht links, langsam, 40. 4 rechts kurz, innen, in 5 links über Kuppe, langsam, 40. Späte 1 links, nicht schneiden. Und 3 rechts, 80. Ach, da war's, okay. Also es ist die 1 links relativ am Anfang, die ich mir merken muss. Schneiden, in 4 links kurz, 100. Okay, hier kann ich im vierten Gang durchfahren. Genau, die 2 links hier. Die hat es auch in sich. Vor allem wegen des Baums, der da ist. Hier kann ich Vollgas fahren. Leicht links über Kuppe, langsam, 50. Späte 3 rechts, Vollgas, Vollgas, dann die 3 rechts hier. Späte scharf links, bei Kreuz. Kann man driften, okay, sehr gut. 50, kleine Kuppe, 50. Hier ein klein bisschen Handbremse. Ja, okay, komm. Das geht, das macht Bock. Ach ey, die Strecke macht echt Bock. Also es ist schon echt schönes Event, vor allem mit der Fahrzeugklasse. Es macht irgendwie Bock. Am Anfang dachte ich, ach nee, H2 schon wieder, bin ich nicht gut. Aber wenn die Strecke die richtige ist, dann ist das schon geil. So. Ey, wie kann man eigentlich Clubs verlassen? Ich bin hier beigetreten, aber ich fahre da nie. Und wenn ich auf Club-Optionen gehe, dann kann ich nur den Club melden, aber nicht verlassen. Es muss ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, da wieder rauszugehen, ne? Weil ich brauche nur einen Club und das ist der Original Southwest Studio WRC Rally Club. Bin gestern einfach ohne zu zögern gefahren und in Etappe 2 oder 3 das Auto zerstört. Okay. Ja, das ist mir auch schon viel zu oft passiert. Das können von den 5 Zuschauern, die da sind, mindestens 4 bezeugen. Das war zum Beispiel im letzten Club-Event öfter mal der Fall. Also richtig so DNF oder so. Wieso geht's jetzt hier nicht weiter? Ich habe doch teilnehmen gemacht. Oh, aber ich glaube, ich muss echt nach der zweiten Etappe mal pinkeln gehen. Das gibt's doch nicht. Die Aufregung drückt auf die Blase.
So, wir gehen kurz in die Aufbereitung und schauen uns die Reparations an. Das sieht gut aus. Dann schauen wir uns die Tunings an. Das sieht auch gut aus. Dann schauen wir uns die Reifen an. Und wir nehmen den zweiten Satz Mediums. Oder fahren wir mit dem ersten Satz durch und fahren dann die lange Etappe mit dem Mediumsatz. Es könnte uns ein bisschen Geschwindigkeit bringen, ne? Weil mit Hard würde ich echt ungern fahren. Ich frage mich halt immer, abgenutzte Mediums, was ist schneller? Frische Hard oder abgenutzte Mediums? Ne? Sehr, sehr... Die Flasche ist hier, aber die Flasche ist voll mit Wasser, also da kann ich nicht reinpassen. Pudern. Verlassen geht eventuell über die Webseite. Okay, das muss ich dann mal probieren. Wisst ihr was? Ich fahre mit den abgeranzten Mediums und heb mir die frischen für die dritte Etappe auf. So mache ich das. Das wird dann zwar jetzt eventuell ein Rutschfest, aber da das Auto sich für einen Fronttriebler echt gut driften lässt, macht es vielleicht sogar Bock. Ja, ein neuer Medium ist wahrscheinlich schneller als ein Hartreifen, ne? Aber es ging ja um ein gebrauchtes Medium. Egal, ich nehme jetzt den. Wird schon schief gehen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Sechs links kurz, in leicht rechts, 70. Achtung, fünf links über Kuppe und zwei rechts, nicht schneiden, macht auf und sechs links, lang, 40. Sechs rechts kurz, 30. Leicht links, langsam, 40. Vier rechts kurz, innen, in fünf links über Kuppe, langsam, 40. Späte eins links, nicht schneiden. Und drei rechts, 80. Drei rechts, leicht schneiden. Und vier links über Kuppe. In drei rechts kurz, schneiden. In vier links kurz, 100. Vier links kurz. Und 6 rechts, schneiden, langsam, in 6 links, 50, 2 links über Kuppe, 40, 3 rechts, lang, und 3 links, 40. Boah, gut gefangen, da wäre er mir beinahe abgehauen. Lang, 100. Leicht links über Kuppe, langsam, 50. Späte 3 rechts, lang, mach zu, 2, 50. Späte scharf links, bei Kreuzung. 50, kleine Kuppe, 50. 6 links, 100. Späte 3 rechts, halb lang mach zu, schneiden. 100, 6 links über Kuppe, 60. 6 links, langsam, 100. 1 rechts kurz, bei Kreuzung. 150. Leicht links, sehr lang, 100. Leicht links, in Kuppe, 180. 6 links, lang, mach zu, 4, kurz, und 5 rechts kurz, 120. Langsam, langsam, späte 3 rechts, halb lang, und späte weite Kehre links. 50. Oh, shit. 3 links kurz und scharfe Kehre rechts. 100. 2 links, halb lang, innen. 60. Langsam, leicht links und Abzweigung scharf rechts. Wird breiter, in 3 rechts. 200. 200. Ich hoffe, meine Achsgeometrie hat nicht gelitten bei der Querfeldeinfahrt. 30, 2 rechts, mach zu und leicht links, 60. 1 links, innen. Und 3 rechts kurz, schneiden, 90. 6 links kurz, 70. 4 links, halb lang, 80. 2 rechts, mach zu, nicht schneiden. 70, 2 links kurz. Oh, shit. Achtung,
Achtung, 6 links, mach zu, 3. Das häufen sich die Fehler. Das ist halt die mangelnde Streckenkenntnis. Baum, 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 baum. Scheiße. Links, macht auf, 70. 4 links, halblang, macht zu. Und 4 rechts, macht auf und macht zu, schneiden. In 6 links, kurz. Und leicht rechts, schneiden. In 3 links, kurz, 40. 2 rechts, innen. Und 6 links, kurz. Und 5 links, kurz. In 3 rechts, scharf, schneiden. In 4 links, 40. 6 rechts. In 2 links, halblang. 160. Boah, fuck, ey. 90. Doppelachtung, 6 rechts und 2 rechts. Macht auf, in 3 links, nicht schneiden. Macht zu, in leicht rechts, in 4 links scharf, 30. Langsam, leicht rechts und 2 rechts, halb lang. Und 1 links, innen, in 6 rechts. Und 3 links, innen, 50. 6 rechts kurz, langsam, 90. 2 rechts, macht auf, lang, 30. 2 links, halb lang, nicht schneiden. Und 5 links, langsam, 100. 5 rechts kurz, in 3 links kurz, schneiden. Und 1 rechts, halb lang. 40. Achtung, 2 links, mach zu, in 6 rechts, in leicht links, leicht rechts, leicht links, 120, langsam, leicht rechts, und 4 links, schneiden, in 3 rechts kurz, schneiden, in 5 links, und 6 rechts, 60. Nein. Oh, scheiße. Leicht rechts. Da habe ich die Leitplanke gesehen und habe mich gerade noch dafür entschieden, links an der Leitplanke vorbeizufahren. Und dann war da ein Baum, ey. Oh, wie ungünstig. 40, 6 rechts, lang. Macht zu, 4, 30. 6 links, macht auf. Über Ziel, 160, bis Stopp. Okay, ach, schade. Das ist eine Zeit von 6 Minuten, 5,6. Da war ich in meiner Übungsrunde sogar schneller, obwohl die nicht so gut war. Ach, scheiße, ey. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Das hat aber echt reingezwirbelt. Die Strecke hat es in sich gehabt. Ja, deswegen bin ich weiterhin wie zementiert auf meinem vorletzten Platz, wo ich hingehöre. Alter, der Southwest hat hier eine 5,48 gefahren. Wie geht denn sowas? So Zeiten bin ich von dir ja gar nicht gewöhnt. Nee, Spaß beiseite, aber du bist ja dann echt gut durchgekommen. Krass. Mann, 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 ey. Aber die ersten 4, 5 sind ja echt dicht beisammen. Ja, hier, der Automatikfahrer Max Power WRC mit einer 5,40. Ist das eine gute Automatikstrecke? Habe ich irgendwie gar nicht so im Gefühl. Ja, auf Platz 1 weiterhin der Max Power WRC mit 5,40. 5 Sekunden später ins Ziel kam Uri China. Dann der Southwest Studio mit 8,5 Sekunden danach. Dann der Stefan 1701D aus Österreich mit 5,49. Die sind sehr dicht beisammen hier, die Jungs. Und hier geht es dann ein bisschen los. Dritter von 4 mit einer 5,56. Ebenfalls 5,56 der App-Player. Dann mit 6,05 meine Wenigkeit und leider, leider, leider der Bitty mit 16 Stunden. Das mit 16 Minuten, Entschuldigung. Das ist dann die Strafe dafür, dass er das Fahrzeug gelünscht hat. Ja, richtig gute Zeiten, ne? Southwest legt hier ordentlich einen vor. Das liegt bestimmt an dem neuen Rig. Da sind bestimmt so Apparaturen dran, die beim Lenken helfen. Und er muss im Prinzip nur noch Gas geben und bremsen. Ja, sehr gut. Ist doch geil. Also ich freue mich für alle, die es schaffen, so schnell zu fahren. Hoppla, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie die dritte Strecke hieß. Die dritte Strecke heißt Alfjor, Alforja.
Also quasi das Alpenfeuer. Ja, er drückt nur noch die Sieffahne, genau. Nee, weißt du was? Ich mache jetzt keine Dings. Ich mache jetzt keine Übung. Ich fahre jetzt die dritte Etappe. Scheiß drauf. Dadurch, dass ich jetzt so schlecht platziert bin, brauche ich jetzt ja auch keine Vollprofi zu machen. Da ich spiele da eh nicht mehr vorne mit. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel. Wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit für die Reparaturen. Auspuff können wir theoretisch schnell machen. Kühler ist aber relativ wichtig. Würde ich Standard machen. Karosserie brauchen wir gar nicht. Und Lichter brauchen wir noch nicht. Ne? Die nächste Etappe, obwohl es ist Dämmerung. 6 Minuten 30. Karosserie 37 dazu. Ja, dann könnten wir doch hier die Standard machen. Okay, das wären 20 Minuten. Nee, da bin ich drüber. Upsa. Dann machen wir es so. Okay. Gut, dann noch die neuen Reifen drauf. Moment. Die neuen Reifen? Nee. Genau, jetzt sind sie drauf. Eben hat mich die Anzeige ein bisschen verwirrt. So, 16,3, das ist die lange Etappe. Ich muss gucken, ob ich die mit Schaltung fahren kann oder ob ich die mit Automatik fahre. Das entscheide ich dann währenddessen, wenn es mir zu viel wird, mache ich die Automatik an, weil ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Schulter habe. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, 16 Kilometer, es wird jetzt ein hartes Stück Brot für meine Konzentration. Dann trinken wir vorher noch einen Schluck, damit die Blase so richtig randgefüllt ist. Das hilft auf jeden Fall beim Konzentrieren. Ah, okay. Gut, dass ich die Lichter repariert habe, sag ich. Ist doch dunkler als erwartet. Start 6 rechts, 40, viel Glück. Okeli dokeli, meine lieben Freunde. Dann drücket mal die Daumen, jetzt kann ich es auf jeden Fall gebrauchen. Oh, ich sehe hier gerade. Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht disqualifiziert werde, weil wenn man zu lange am Start steht, wird man disqualifiziert. So, auf geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, danke. 6 rechts, 40, leicht links, 30, 4 links, sehr lang. Gut, toll. Und 5 rechts, 40. 3 links, halb lang, 30. 1 rechts, halb lang. 40. Ach Gott! 3 links, macht auf, 60. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, warum ich den gedreht habe. Das ist ein frischer Reifensatz. Wahrscheinlich noch nicht warm gewesen. Oder die Fahrbahn ist durch Tau ein bisschen glatt, weil er rutscht auch ganz schön hier um die Ecken. Oder habe ich die falschen Reifen genommen? Langsam, 2 links, sehr lang. 60, 6 rechts. Und 6 links. Naja, er rutscht definitiv mehr als vorhin. 4 rechts, langsam, 40, 2 rechts. Und 2 links, innen, 40. 4 rechts, lang, macht auf, 50. 5 links. Und 1 rechts, macht auf, 40. 6 links, lang, langsam, 60. 1 links, halb lang, macht zu. 30, 4 rechts und 5 links, 80.
Langsam, leicht links, 40, 2 rechts, halb lang macht zu. 120. 1 links. 100. 4 rechts, lang, 30. 4 links. In 5 rechts, halb lang, macht auf. Und 3 links scharf. Und 5 rechts, macht auf, 100. 2 links, macht auf, halb lang und 4 links kurz, 120. 3 rechts, halb lang, macht zu, 80. 3 links, macht zu. Oh, scheiße, ey. Ich hab nicht gehört, dass die zumacht irgendwie. Keine Ahnung. Voll ausgeblendet. Ich hab's irgendwie gehört und irgendwie auch nicht. Manchmal hat man so Durchhänger. 70. Leicht rechts, macht auf, lang. In Kuppe, langsam, 100. Späte scharf links, durchkreisen. In Kuppe, in leicht links, 120. Langsam. Ich habe absolut nicht gerafft, wo die Straße hingeht gerade. Bin einfach instinktiv gefahren. 70. 6 rechts, halb lang. In Kuppe, langsam, 50, 2 links, mach zu. 60, langsam, 6 links, wird enger, 30, später 1 rechts. Wie, noch enger? In 5 rechts kurz und 6 links, langsam, 40. Scharf links, mach zu und leicht rechts, 40, leicht links. Und 4 rechts, kurz über Kuppe, in leicht links, 50, scharf rechts, macht auf, 40, 5 rechts kurz und leicht links, langsam, 40, 1 links, halb lang macht zu, in 2 rechts, macht auf, 70, scharf links, halb lang und 3 rechts, halb lang macht zu und 4 links kurz, innen, 50, langsam, rechts über Kuppe, 60. 1 rechts und 2 links, innen, 40. 1 rechts kurz und 6 links. Und scharf rechts, mach zu. 50, 4 links kurz und 3 rechts, halb lang, mach zu. Und 2 links und 5 rechts kurz. Und 1 links, halb lang. Und 2 rechts, innen, 70. Scharf links, halb lang. 60, 3 rechts, halb lang, mach zu. Und scharf links. 50, 5 links kurz. Und 6 links, in 3 rechts, mach zu, in 4 links, 4 rechts, 100. 2 rechts, macht auf, lang. Und 4 links, halb lang, in 3 rechts, kurz. Nee, fuck you. Gibt's doch nicht. Und 1 links, und leicht rechts, in 3 links. In 2 rechts, halb lang. 50, leicht links, mach zu, 1, innen, 60. 1 rechts kurz, 40. Ey, was sollen diese ganzen Einser? Was ist denn das für eine scheiß Strecke? Also das ist bis jetzt die beschissenste Etappe von allen. Die macht überhaupt keinen Spaß. Die ganze Zeit ist man nur in den ersten zwei Gängen unterwegs. So Passagen hasse ich eigentlich. Will zwischendurch auch mal Gas geben. Ah, es ist hier zu eng zum Gas geben. Und 1 rechts, halb lang und scharf links, halb lang. In 6 links, 70. Jetzt weiß ich, warum der Automatik gefahren ist. Die Schalterei geht einem tierisch aufs Kreuz. Auf den Arm. Und 1 rechts kurz, 30. 1 links kurz. In 3 rechts. Und ich hätte die Bremse hier schärfer einstellen müssen. Und 2 links, innen. Und später 1 rechts, macht auf.
und kehre links. Macht auf. 40. Späte 4 links. Und 4 rechts. 30. 4 rechts. Macht auf. Und 5 links. Innen. 30. 4 rechts. Langsam. Und späte scharf links. Und leicht rechts. Nicht schneiden. In 3 links. 40. Leicht rechts. Macht zu. Scharf. Und scharf links. Halb lang. In leicht rechts. 30. 3 rechts. Halb lang. Macht zu. 70. 1 links. Scharf. 30. Späte 1 rechts. Und später 1 wie soll man die Kurven denn kriegen? Das ist ja unglaublich. 70. 4 rechts. Halb lang. Macht zu. In 3 links kurz und 4 links, nicht schneiden und späte 2 rechts, innen, 90. 2 rechts, halb lang, 30. 1 links, halb lang, macht auf, 4, sehr lang. In 6 rechts, nicht schneiden, 40, 3 rechts und 6 links, 30, 4 links. Und früh 2 rechts, 40, 5 links, halb lang, macht zu, 70. 4 rechts kurz, 110. 6 links über Kuppe, Welle, 200. Langsam, 6 links und 5 rechts kurz, 50. 4 links, über Brücke, 30, 1 rechts, 80. Links, halb lang, 160. 6, oh, jetzt ruckelt es aber auch hier. Performance gerade nicht ideal. 30 FPS Game. 2 links scharf, 30. 1 rechts, sehr lang. Mach zu, in 2 links kurz, 70. Boah, Tearing, Ruckeln, alles gerade. Ganz schlimm. Also die Performance ist echt niederträchtig. Kann mich gar nicht auf die Ansagen konzentrieren gerade. Boah, Tearing der Superhölle. Danke für nichts an die Entwickler, dass ihr die Drecksscheiße immer noch nicht gefixt habt. Boah, ist das ein Ruckelfest. Das ist ja grandios. So schlimm war es ja noch nie. Die Patches scheinen echt was zu bringen. Es wird immer schlimmer. Oh, wie das ruckelt. Oh Mann, ey. Krass. Das ist absolut nicht fahrbar gerade. Ey. Ganz schlimm. 70, sauber, 6 links, 6 ja, rechts, sauber. Langsam, 100. Sauberes Geruckel. Scharf rechts, in 1 rechts, halb lang, 40, leicht links, 90. Ey, wie das ruckelt, das ist ja elend. Ich bin mal gespannt, in der Nachtetappe wird das bestimmt noch schlimmer. Vor allem mit Regen oder mit nasser Fahrbahn. Wegen der Spiegelungen und so. Das ist ja dann noch hardwarehungriger. 5 rechts, innen. Und leicht links. Ja, es ist unspielbar, ne? Kannst gerade ausmachen. Das macht mich voll sauer, sowas. 4 links kurz. Ja, das hat ja dann auch nichts mehr mit Können zu tun. Das ist hier nur noch aushalten. Wie das ruckelt. Wenn es ein Shooter wäre, wäre ich jetzt auf jeden Fall tot. Leicht links, in 6 rechts. Und 4 links, innen. In 4 rechts, 120. 2 links, halb lang, macht zu. 80, langsam. 6 rechts. Nee. Wie das nachzieht, krass. Und kehre rechts, macht auf. 40, leicht links, 40. Links, macht auf. Ey, dies kriegt sich ja gar nicht mehr ein. Manchmal hört es ja dann nochmal auf mit Tearing.
Aber es ist jetzt die ganze Zeit so langsam. Scheint aber bald das Ziel zu kommen. Macht auf 40. Langsam, leicht rechts, 90. Abzweigung scharf links, um Schild. 140. 5 links, halb gerade so eine schöne Strecke, ey. Das hat's mir jetzt echt ruiniert mit der Laune. Über Ziel bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 12 Minuten, 7,4. Was war das denn für eine Performance, Freunde? Also das war wirklich schlimm. Der letzte Drittel war fast nicht fahrbar. Guck mal, es ruckelt sogar jetzt noch, obwohl es, obwohl nur die Kamera ums Auto fährt. So. Der Kameramann hat wohl ein Alkoholproblem. Ja, Mann! Schneller als der Airplayer. So muss das nämlich sein. So muss das sein. So und nicht anders. Puh. Also, nach der dritten Etappe, meine lieben Freunde, sieht es wie folgt aus. Auf Platz 1, während mir hier die Hände zittern. Adrenalin lässt grüßen. Auf Platz 1, der gute Max Power immer noch. Mit 11,27. Der war einfach mal einen Tag schneller als ich. Dann der Uri auf Platz 2 mit 11,33, der Stefan 17,01D mit 11,46, der dritte von 4 mit 11,49 und der Southwest Studio ebenfalls unter 12 mit 11,53. Alter, Stefan, da hast du wohl einen verdammt guten Tag gehabt. Ich hätte das doch ganz gucken sollen, aber ich hatte einfach keine Zeit. So, ich heiße ja hier immer noch Shuriken, fällt mir gerade auf, stimmt. Ja, auf der PlayStation den Namen zu ändern kostet 10 Euro. Die Spinnen, die können mich mal. So, ich heiße Shuriken 1337. Ja, auf Platz 6 der gute Storms mit 1207. Dann der Airplayer auf 1208. Ja, Controllerfahrer sind nicht immer im Vorteil. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass es hier schon echt stressig war mit dem Controller. Bin mal gespannt, wie der City of Zock fährt. Ja, und der Bitty hier leider 25 Minuten. Ja, echt schade, dass es bei dir so blöd gelaufen ist. Hätte mich mal interessiert, wie das läuft, wenn du den Unfall nicht gehabt hättest. Ja, natürlich, ich gucke das auch noch, Stefan. Ich habe das ja nur abgebrochen, weil ich keine Zeit mehr hatte, nicht weil ich keine Lust mehr hatte. Und natürlich muss ich ja jetzt sehen, dass du ohne Cheaten geschafft hast, solche Zeiten zu fahren. Ne? Vielleicht ist ja auch jemand anders gefahren und du hast nur kommentiert. Ja, Freunde, heute fährt mal meine Frau für mich. Ich kommentiere so lange. Dann ist es ja kein Wunder, wenn hier so Zeiten kommen. Oder deine Tochter. Die fährt vielleicht auch so Zeiten, man weiß es nicht. Okay, nice. Also, auf zur nächsten Etappe. Bevor ich mich hier komplett um Kopf und Kragen rede. Um 21.05 Uhr am 1.9.2024. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Es regnet. Muss einfach wieder ein bisschen reinkommen, dann bleibe ich zwar hinten, aber mit weniger Abstand. Ja, also du hast ja jetzt wirklich auch sehr lange kein Rallye mehr gefahren. Zumindest nicht mehr im Club-Event. Und Hauptsache, du bist dabei. Dabei ist alles. So, wir haben natürlich einfach alles zerstört an unserem Auto. Wir gucken jetzt gerade mal. Getriebe müssten wir leider erneuern. Das kostet uns schon mal 20 Minuten. Die Aufhängung und die Lenkung sind ebenfalls wichtig. Da würde ich dann auf die Standard-Dings gehen, bei der Lenkung ebenfalls. Und dann sind wir wahrscheinlich schon durch. Ja, 41 Minuten. Wir nehmen noch die Schnellreparatur des Auspuffes mit. Dann haben wir eine Strafe von 10 Sekunden. Die Strafe nehme ich mit, weil ich muss auf jeden Fall den Auspuff machen, sonst habe ich zu wenig Leistung. Also ohne Auspuff machen würde ich auf jeden Fall nicht fahren wollen. Aber Lenkung ist halt auch super wichtig. Und Aufhängung auch. Also alles, was am Unterbau ist, das kann man nicht skippen. Getriebe und Auspuff sind halt Leistung. Getriebe muss man tauschen. Ich könnte natürlich auch mit einem kaputten Getriebe weiterfahren.
Aber kann zum, das ist auch interessant, kann zum Verlust bestimmter Gänge zu längeren Schaltwegen oder zu einem vollständigen Triebeschaden führen. Ja, das, also ich nehme die 10 Sekunden Strafe. Ist dann halt so. Hä, warum? Ach so, ich Idiot. Das sind ja die geschätzten Zeiten. Der hat jetzt tatsächlich nur 39 gebraucht. Das heißt, ich krieg gar keine Strafe. Stimmt, das sind ja die geschätzten Zeiten. Der Southwest hat nämlich letztens gezeigt, dass man die Reparaturlänge abschätzen kann mit einer kurzen Inspektion. Die kostet aber dann auch wiederum Minuten. Deswegen habe ich das jetzt nicht benutzt. Aber fürs nächste Mal, ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen. Müsst ihr mal drauf achten, da, ich glaube, Dreieck drückt man an der Konsole, um eine Inspektion durchzuführen. Und genau, dann sieht man den genauen Wert, den genauen Zeitwert. Also wir haben keine Strafe, ist doch gut. Ach, na klar, das klappt schon ganz entspannt. Ja, City of Zock hat auch schon seine dunklen Tage gehabt, auch wenn der immer oben mitfährt. Ist bei ihm auch nicht alles aus Gold. Der hat auch mal Pech. Und hat bis jetzt eigentlich immer gut durchgehalten. Auch wenn es mal nicht so gelaufen ist. Okay. Interessanterweise hat er mir das Bild nicht angezeigt. Aber gut, jetzt weiß ich ja Bescheid. So, Freunde der Sonne. Nehm mal die harten Reifen. Im Regen, oder was? Nee. Ich mache jetzt hier keine Experimente. Ich bin so scheiße gefahren, die letzten drei Etappen. Ich riskiere jetzt hier nicht komplett meinen Hals. Kann sein, dass die harten Reifen taugen im Regen. Aber ich probiere das nicht aus. Das kannst du dann gerne machen, wenn du dran bist. Ich fahre hier mit Regenreifen. Jedes bisschen Grip. Ich fahre ja nicht wie ihr mit Traktionskontrolle und ABS und so ein Scheiß. Ne? Ich habe ja hier keine Fahrhilfen an. Freunde. Das könnt ihr machen, ihr Frechdachse. Huch, ich habe vergessen umzuschalten. Ihr Fahrhilfe-Cheater. Vier rechts, macht auf und fünf links. Oh, wie es rutscht. Vier rechts, langsam und später scharf links und leicht rechts. Nicht schneiden, in drei links. 40, leicht rechts. Okay, Handbremse sollte man bei dem Wetter sehr, sehr sparsam verwenden. In leicht rechts, 30. Sagt er und benutzt die Handbremse, so kennt man ihn. 3 rechts, halblang macht zu. 70, way to hell! Oh. Besser nicht singen. 30, später 1 rechts und später 1 links. Uiuiui. Mach mal jemand das Licht an, ich sehe halt fast gar nichts, ne? Halblang macht zu. Huch! Alter, ist das eine Odyssee? Der nächste Baum gehört mir, so viel ist klar. Oder die nächste Wand. 2 rechts, halblang 30. 1 links, halblang macht auf. 4, sehr lang. 6 rechts, nicht schneiden. 40, 3 rechts. Und 6 links, 30, 4 links. Und früh 2 rechts, 40, 5 links, halblang macht zu, 70. 4 rechts kurz, 110. 6 links über Kuppe, Welle, 200. Langsam, 6 links und 5 rechts kurz, 50, 4 links, über Brücke, 30, 1 rechts, 80. 4 links, halb lang, 160. 6 rechts, lang. Wieso juckt es mich beim Rallye-Fahren eigentlich immer an der Nase? Das ist auch so ein Phänomen. Immer im ungünstigsten Zeitpunkt muss ich mich kratzen. 1 rechts, sehr lang. Mach zu, in 2 links kurz. 70. 5 links, 90. 4 links, innen, 40. 5 links, langsam, 30. 1 rechts und 2 rechts. Und leicht links und 3 rechts kurz. Ah, nicht in die Zuschauer. Das fehlt mir gerade noch.
so eine schöne Strafe, weil ich die Zuschauer umgemäht habe. Und eins rechts, halblang macht zu. 50, vier links, halblang macht auf, 60. Vier links, sehr lang, langsam, 30. Zwei rechts, lang. Und fünf links, macht auf, halblang, 70. Ja, ja, ich hab's hier öfter knapp. Zwei rechts kurz und leicht links, 90. Späte 1 links, halb lang. 70, sauber, 6 links. 6 rechts, langsam, 100. Scharf rechts, in 1 rechts, halb lang, 40. Leicht links, 90. Achtung, 1 links, verdeckt und scharf rechts. Und vier rechts, in vier links. Boah, die war zu scharf rechts. Schade. Ich hatte gerade das Gefühl, ich komme in so einen Flow rein und dann. Und leicht links, langsam und eins rechts kurz. In eins links, halb lang, 30. Vier links kurz. Und vier rechts, macht zu, 30. Fünf links, langsam, 70. 2 rechts, mach zu und scharf rechts. Ja, 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 ja. In 6 rechts. Und 4 links, innen. In 4 rechts, 120. 2 links, halblang, mach zu. 80, langsam, 6 Alter, rechts. Was ist denn jetzt los? Die Reifen können ja noch nicht durch sein, oder? Ein bisschen früh. 40, leicht links, 40. Ich krieg keine Kurven mehr gerade. Vielleicht ist aber auch die Fahrbahn hier feuchter. Spät, 5 links kurz, 40. Langsam, leicht rechts über Kuppe, 30. 2 links, 40. 5 rechts, macht zu, 3. Lang, macht auf, 40. Langsam, leicht rechts, 90. Abzweigung, scharf links, um Schild. 140. Boah, juhu, auf zwei Rädern. Komm, Baby. Gib alles. Geil. Jetzt die Cold Sievers Mucke, bitte. Hey, hey. Da haben wir es geschafft. Ach, schön war's. Hat schon Spaß gemacht. Das Event. Auch wenn es teilweise recht anspruchsvoll war und ich hasse diese ganzen Einserkurven. Schön. Ach, der Schluss hat mir gefallen. Da ist egal, ob ich Vorletzter bin. Das hat mir echt gefallen. Ey, was ist mit dem Airplayer los? Der hat hier einfach mal 13 Sekunden weniger gebraucht. Der ist ja da durchgeflogen. Gut, aber der übt auch, ne? Wie so ein Verrückter. Ich muss mal wieder seine Videos gucken, schon länger nicht mehr reingeschaut. Ah, und der Uri hat die Brücke geküsst. Schönen guten Abend, Uri. Sorry, ich habe dich gar nicht kommen sehen, weil ich im Stress war. Die Sicht wird übrigens nicht besser, wenn man die Motorhaube samt Lampen verliert. Ja, das glaube ich. Habe ich gestern mal für euch getestet. Ja, vielen Dank. Stiftung Uri Test hat das mal für uns in Augenschein genommen. Ach, schön. Deine Sicht ist ja top im Vergleich zu meiner gestern. Hast du vielleicht dein Dings zu, wie heißt es denn? Gamma zu tief eingestellt. Musst du mal schauen, ey. Also ich hab's extra ein bisschen heller, weil ich ja streame und wenn das aufgezeichnet wird, dunkelt das immer noch so ein bisschen nach und wenn es dann konvertiert wird auf YouTube, dunkelt es nochmal nach. Deswegen sind die Videos teilweise sehr, sehr dunkel, wenn ich so ein, gruseligen Shooter oder so Spiele, wo viel Dunkelheit ist, dann erkennt man manchmal nichts. Deswegen habe ich das Gamma bei mir immer etwas heller, als ich es bräuchte, um selbst zu zocken. Einfach als Dienst am Zuschauer quasi. So, in der vierten und letzten Etappe, Montclar. Überraschend auf Platz 1, der dritte von vieren mit einer 5-10. Das ist natürlich mal eine Ansage.
mit seinem Peugeot. Das ist der eindeutige Beweis, dass der Peugeot hier nicht das unterlegene Fahrzeug ist. Der Max Power ist hier nur auf Platz 2. Der ist wohl gegen die eine oder andere Bande geballert mit 5,11. Aber sehr dicht dahinter auf jeden Fall. Die zwei werden, wenn die so weiterfahren, werden die die Meisterschaft unter sich ausmachen. Der Appler hier auf dem starken dritten Platz mit 5,13. Dann ist eine kleine Lücke zum Southwest. Der führt dann hier quasi das Mittelfeld an mit 5,21. Der Uri mit 5,24 hinterher, ohne Haube und ohne Licht. Dafür ist es aber noch eine ziemlich gute Zeit, mein Lieber. Und der olle Stormzy, aka Shuriken, mit 5,26. 1,8. Und der Bitty hat hier 8 Minuten 39 gebraucht. Allerdings hat er sich auch eine Zeitstrafe eingehandelt. Und sein Auto war wahrscheinlich auch ganz gut zerstört zu dem Zeitpunkt. Da war wohl nicht mehr so viel drin mit Reparieren, oder? Ja, schönes Ding. Richtig gute Zeit, ne? Dafür, dass er ohne Haube und ohne Licht gefahren ist. Finde ich auch. So, wir klicken auf Weiter und sehen den vorläufigen Endstand des Events mit einer Gesamtzeit von 28 Minuten und 17 Sekunden. Max Power, WRC in seinem Volkswagen Golf GTI. Dahinter auf einem sauberen zweiten Platz verdient der Uri mit 28,44. Der dritte von vieren mit 28,55 auf Platz 3. Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Wahrscheinlich Xbox-Spieler, ha? So wie es aussieht. Das hier sind PCler, Xbox-Spieler. Dann kommen wieder zwei PCler und die PlayStation-Spieler wie immer am Schlusslicht. Aber wenn ihr mal gesehen habt, wie in Etappe 3 die Performance war, da ist es halt auch echt kein Wunder, wenn man da keine Monsterzeiten fährt. Sorry, da habe ich aus Versehen auf zurückgeklickt. Und jetzt bin ich hier bei den falschen Zeiten. Hallo? Wo ist denn jetzt die Gesamtwertung hin? Ah, Eventübersicht ist das, ne? Nein, auch nicht. Ach, ihr könnt mich alle mal. Da sind wir doch. Wo war ich? Bei Southwest? Airplayer auf, Southwest mit 29,10 auf Platz 4. Sehr gut gefahren diese Woche. Der Airplayer auf Platz 5 mit 29,25. Und gar nicht so weit dahinter der Olle Shuriken mit 29,47. Und der Bitty leider abgeschlagen mit 56 Minuten. Aber dabei ist alles. Ne? Hauptsache angekommen. Ja. Wie gesagt, wenn man sehr, sehr lange kein Rallye gefahren ist und dann so ein Event hat mit der Klasse auf Asphalt bei den Bedingungen, also ich glaube, da schüttelt keiner mit dem Kopf und denkt, dass du nichts drauf hast. Das ist war für mich jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ja. Und warum der Southwest da so gut durchgekommen ist, das verstehe ich immer noch nicht. Ich muss mir das angucken. Nee, echt cool. Das erinnert mich halt an die alten Zeiten. Weil früher in den Club-Events war Southwest eigentlich grundsätzlich vor mir. Und im letzten Club-Event war es das erste Mal, dass ich in der finalen Platzierung vor ihm war. Da war ich auch schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Aber da hat er auch teilweise echt Unfallpech gehabt. In der Saison, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, es ist besser, wenn wir von Saisons reden. In der Saison 1 2024. Und ja, ist doch cool, dass du jetzt so vorgelegt hast. Würde mich echt mal interessieren. Hast du viel mehr geübt als sonst? Oder ist es wirklich das neue Setup, dass du dich da so wohlfühlst? Oder woran hattet ihr Lesen, Stefan? Gibt's da nicht. Der Stefan ist noch nicht fertig gefahren. Ach so, der Stefan ist hier nicht drauf. Stimmt. Danke für den Hinweis, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Stefan aus Österreich, nicht der Stefan aus dem Südweststudio, ist hier noch nicht zu Ende gefahren. Deswegen ist der hier leider nicht mit drauf. Okay. Ja, schade, dass ich jetzt nicht zurück kann. Doch, ich kann zurück zur Wiederholung. Ich würde nämlich gern am Ende diesen Colt Sievers-Moment noch mal gerne sehen auf zwei Reifen. Das ist aber jetzt schon sehr dunkel, ne? Also ich sehe da auch nicht so viel. Ja, Ausfälle hattest du dann diese Woche gar nicht, ne? So wie Duke Fatto. Ich habe nicht geübt.
Aber das Equipment läuft gerade gut. Keine Ahnung warum. Ja, das ist doch super. Ey, guck mal, du bist. Ich kann dir sagen, was das vielleicht auch war. Was habe ich denn jetzt? Warte mal, wie drückt man hier Pause? Ich kann mir vorstellen, was das vielleicht bei dir war, Stefan. Du hast ja angefangen damals in deinem Rig, wo du noch diesen, war das ein Sparko-Sitz? Ich weiß nicht mehr, dieser Ohrensessel. Da hast du ja in einem richtigen Rig gesessen, ne? Schön stabil und hast hier alles gegeben, auch mit Bewegung. Wie hieß es nochmal? Wie heißt es nochmal, wenn das Rig sich bewegt? Ach, ich hab's vergessen, ist doch egal. Halt hier so mit so Motoren, ne? Dass es so vor und zurück fährt, wenn man bremst und so. Da warst du ja voll drin und da warst du immer schneller als ich. Motion Rig, genau. Oder Motion Dings. Ja, auf jeden Fall warst du da immer schneller als ich. Und dann hast du gewechselt aus Bequemlichkeitsgründen an den Schreibtisch mit einem Schreibtischstuhl. Und ein Schreibtischstuhl ist halt nicht fest, ne? Der dreht sich immer ein bisschen. Da sitzt man einfach nicht so stabil wie in einem Rig. Und ich wette, dass das einen negativen Einfluss auf deine Performance hatte. 100%. Auch wenn dir das nicht unbequem war und du gesagt hast, nö, das geht schon so. Aber man hat es einfach an deinen Zeiten gemerkt, dass du schlechter gefahren bist als früher mit deinem, wo du noch, keine Ahnung, 3-Monitor-Setup hattest und die ganzen Fats. Da warst du ja richtig quasi so auf, sag ich mal, auf dem Zenit deiner Rallye-Leistung. Da bist du immer oben mitgefahren. Und als du auf den Schreibtisch gewechselt hast mit dem wackeligen Stuhl, ich glaube, da hat es bei dir angefangen mit der Talfahrt, die ja nicht so schlimm war. Du warst ja immer noch recht dicht hinter mir. Aber ich habe dich geschlagen und das habe ich früher nie geschafft. Und ich wette, jetzt, wo du wieder in einem festen Rig sitzt und kannst wieder anständig fahren, werde ich es nicht schaffen, dich zu schlagen. Aber das ist doch auch schön, zu sehen, dass du es noch kannst, quasi. Nee, schön, freut mich. Ja, ich müsste einfach, glaube ich, mehr üben. Ich fahre im Moment viel zu selten im Simulator. Das ist jetzt das erste Mal seit... Wann haben wir aufgehört mit dem Event? Ich bin seitdem nicht mehr gefahren, ne? Also die Sommerpause habe ich jetzt quasi komplett mitgemacht. So, ich hoffe, dass wir den Stunt jetzt am Ende sehen. Ich weiß nicht, wie weit das noch ist. Warte mal, wie weit... Wir sind wie lang gefahren? 6 Minuten oder so. Da kann man ja mal noch ein Stück vorspulen. Alter, das ist halt echt kaum zu sehen, ne? Ihr seht da drüben nicht viel mehr als ich. Ja, ich habe übrigens... Ach so, deine Roomtour habe ich gesehen, habe ich kommentiert. Finde ich cool, wie das da bei dir aussieht. Ist echt gemütlich. Da kann man es aushalten. Ich müsste auch mal eine Roomtour machen, aber es ist ein unaufgeräumter Keller und ich habe in einer Ecke ein bisschen aufgeräumt und da streame ich. Ich glaube, das will keiner sehen. Aber ich wollte ja auch mal so ein Tutorial machen, wie ich es schaffe, mein Lenkrad ins Spiel zu bekommen und so, weil einige danach gefragt haben. Vielleicht mache ich dann doch irgendwann mal so eine kleine Roomtour, wo ich zumindest nur die aufgeräumte Ecke zeige. Ja, und was ist in der anderen Ecke? Das wird nicht verraten. Ein bisschen Geheimnis muss ja auch bleiben. Ja, das wollt ihr sehen. Also da sind, kann ich euch jetzt schon sagen, da sind ganz viele Babysachen, wo mein Kind noch klein war, die hier gebunkert sind. Wie alte Spielsachen und so. Also so spannend ist es nicht. So, war das hier? Da war das, oder? Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Hier fährt. Ach, geil. Warte mal, ich muss zurückspulen. Guck mal. Ups. Ah, ihr seht das gar nicht so geil. Ich weiß gerade nicht, wie man die Kamera wechselt. Wie wechselt man denn die Kamera? Mach mal hier das UI nochmal an. Kamerawechsel, Kamerawechsel. Ah, mit den... Da ist er. Und wie kann ich jetzt langsam vorspulen? Ah, guck mal hier mit dem Gaspedal. Boah, guck mal hier. Und da habe ich gemerkt, oh oh, gleich kippt er. Und dann habe ich erst gegengelenkt. Da seht ihr es, wie ich eingeschlagen habe. Da, ne? Da geht der Lenker dann nach links, um das Auto wieder zu kippen. Und dann bin ich zurück auf die Street. Und ich habe es sogar geschafft, ohne den Bordstein zu berühren. Das muss erstmal jemand nachmachen. Wieso vibrieren denn jetzt meine Pedale? Kann man das auch mit dem Controller? Nee, ne? Schade.
Das war ein ganz schönes Stück. Aber das sind so Dinger, wenn man da versucht, es absichtlich zu machen, kriegt man es nicht hin, ne? Aber so? Echt. Ach, schön. Zack, auf den Bordstein. Boah, guck mal, hinten auch nicht berührt. Am Verkehrsschild vorbei. Und da ist er leider gekippt. Dann musste ich korrigieren und dann ablegen. Wenn er nicht gekippt wäre, hätte ich es noch ein bisschen weiter gezogen. Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Also, wie gesagt, vielen Dank Southwest für das Organisieren dieses wunderschönen Club-Events. Ich habe mich sehr gefreut, dass es jetzt weitergeht. Und ich denke, einige meiner Zuschauer werden das auch genießen, dass wir endlich wieder Rallye fahren. Und die anderen Teilnehmer natürlich auch. Und ja, die Streckenwagen-Kombi im ersten Event war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Freunde der Sonne, der alte Mann verabscheut sich jetzt mal an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns live spätestens am Wochenende wieder und vielleicht noch mit dem ein oder anderen Upload unter der Woche. Wenn ihr gerade auf YouTube zuschaut, könnt ihr gerne, wie gesagt, in der Beschreibung den Link entnehmen und euch im Club-Event anmelden. Und wenn ihr schon mal da unten seid, dürft ihr auch gerne einen dicken Daumen da lassen und oder kommentieren und abonnieren, falls das noch nicht geschehen ist. Gut, der alte Mann verabscheut sich. Ich bedanke mich beim Chat für die rege Chat-Teilnahme und für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wiederhauen und reingedingst. Ciao.